Guten Tag, guten Tag. Na ja. Wussten wir ja hier nicht weiter, ne? Oh, Ruckel. Na. Was ist denn mit dir los? Aber ich habe mal geguckt. Ich habe mir von anderen Let's Playern mal was angeguckt. Und eigentlich haben wir das schon genauso gemacht. Das gibt den Stein. Aber. So. Da. Haben wir doch alles richtig gemacht. Oder? Jetzt Ja. habe ich eine regenbogenfarbene Statuette, aber die ist nicht annähernd lebensgroß. Ja, aber da haben wir ja, habe ich ja schon gesagt, wie ich da denke, dass es richtig ist, ne? Das heißt, wir nehmen wieder die Kugel. Gehen wieder runter. Ich bin ja mal gespannt, ey, ob das jetzt so stimmt. Das wird schon richtig interessant jetzt langsam mal, ne? Ja, genau. Schon mal verbockt. Kugel. Oh, Kugel. Kugel. Kugelfisch. Da rein. So. Wieder alles farbig machen. Steht zwar jetzt auf dem Kopf, aber ich glaube, so muss es auch. So muss es auch, glaube ich. Ich bin jetzt mal gespannt. Weil eigentlich müsste das doch. Es leuchtet nicht, oder? Ich sehe es nicht. Nee, leuchtet nicht. Okay, dann versuche ich es jetzt mal zu drehen. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das mit dem Wasser groß, oder mit dem Wasser groß machen, oder? Oder? Jetzt fließt es ja hoch. Da geht es nicht rein. Da geht es auch nicht rein. Das können wir nicht hier benutzen. Ach, das ist doch auch schon wieder echt ärgerlich. Die ist ja, wir gehen mal hier hin. Die ist zwar nicht lebensgroß, aber. Hier ist doch so ein Podest. Aber da geht's nicht hin. Seltsam, 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 seltsam. Jetzt habe ich eine regenbogenfarbene Statuette, aber die ist nicht annähernd lebensgroß. Okay, können wir das irgendwie. Können wir hier mal was vereinen? Stimmt nicht, ne? Das hilft bestimmt auch nicht. Nee, das geht bestimmt auch nicht. Ach Mann, jetzt habe ich gedacht, ich. Oh. Unglaublich ärgerlich schon wieder. Ich hätte gedacht, dass das in dem Wasser groß geht. Oder so. Ah, das Wasser fließt in die falsche Richtung. aha. Das war doch vorher nicht da zu sehen, oder?
erstmal auch. Ah, warte mal. Müssen wir eigentlich in falsche Richtung, also drehen. Das sind schon ein paar ganz gut knifflige Aufgaben hierbei. Das ist schon nicht ohne. Jetzt geh weg da. Regenbogenfarben und lebensgroß. Na also. Okay. Also. Nehmen. Ach, deswegen sind da auch diese Gitter, ne? Ah, das mag ich doch, das Geräusch. Das mag ich doch. Das mag ich, das mag ich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil ich glaube nämlich, dass wir hier irgendwie... Na, komm. Ah. Cool. Eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein. Doch. Wie prächtig. Nachtar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Damit hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Ach. Ah. Cool. Haben wir jetzt den Schlüssel? Schlüssel. Geile Sache. Richtig gut. Meine Güte, da haben wir uns jetzt aber auch einen abgebrochen. Das ist echt, ja. Heieiei. Da musste ich echt doch mal gucken, kam ich nicht weiter. Aber so ist das. Ach so, falscher Weg. Oh, siehst du, ganz aufgeregt, verwirrt. Bin ich gleich falsch gegangen hier. Wir müssen ja jetzt hier hin, ne? Oder? Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Da ist es. Da ist es. Wir gehen hinein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir Sachen dabei? Ja. Haben wir hier irgendwas, was wir nehmen können? Hier irgendwas? Nein. Hier irgendwas? Nein. Ich gucke mal zwischendurch, ob es hier noch irgendwie Sachen gibt, denn... Aber nee.
Scheiße, jetzt müssen wir irgendwie hier so... Nee. Hä, das verstehe ich nicht so richtig, aber... Wir haben auch noch die ganzen Sachen, aber ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Da kann man nicht hin. Wo müssen wir nur hin? Nuri! Das Tor ist aber weg, ne? Okay, also hier noch. Das ist ja richtig scheiße. Und da ging es wieder weiter nach hinten. Aha. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Was? Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Oh nein. Warum? Okay. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Aha. Schwester der Königin. Okay. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Keine guten. Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir. Wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Ängste? Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen, doch sie quält sich mit diesen Träumen.
Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. So. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkler Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Jetzt machen wir es nochmal ein bisschen spannend. Ich mache kurz einen kleinen Folgenstopp und dann sehen wir uns morgen. Tut mir leid. Sehr gemein, ich weiß. Bis morgen. Tschüss.